Oje, oje, es nimmt kein Ende. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Bad Dürheim. Ja, es nimmt kein Ende mit dem Berg, ne? Neues aus der Mobberwohnung, Teil 41 sind wir angelangt. Das letzte Mal in Teil 40 haben wir ja diesen Berg hier fertig gemacht. Und ja, es nimmt kein Ende, klar. Aber das ist ja gut für euch, ne? Somit habt ihr viel zu sehen, weil jetzt geht es an die Ausgestaltung dieses Berges. Das wird aber hopsti, hopsti, hopsti gehen, weil ich werde euch doch einiges zeigen. Es wurde ja gewünscht. Vor allem, wie die Felsen von noch gießen werden. Das zeige ich euch. Aber sonst sehen wir uns nur hier an diesem Berg die Ausgestaltung und wie es dann fertig wird und Stück für Stück vorangeht. Denn wir wollen ja in diese Richtung weiter wandern und den anderen Berg machen. Naja, viel Spaß auf jeden Fall. So, wir sind jetzt in unserer Bastelküche. Oh oh, oh oh, jetzt wird's ernst, Leute, jetzt wird's ernst. Ja, meine Frau wird mich verhauen wieder, wenn alles voll mit Gips ist, egal. Also, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich eine ganz normale Spachtel und irgendein Gefäß, wo man den Spachtel anrühren kann. Ich habe hier so einen Gipsbecher, also da kann man den Gips dann super anrühren. Ja, und dann braucht man natürlich Gips. Den kann man jetzt natürlich überall kaufen oder von noch. Unter Artikel Nummer 60918, Profi-Gießmasse ist das. Da ist noch ein Teil da, haben wir schon mal gehabt. Aber wie gesagt, man kann jeden herkömmlichen Gips nehmen, je nachdem wie das Budget von einem ist. Ja. Wer faul ist, kauft es bei noch. So, dann brauchen wir natürlich verschiedene Gussformen. Da habe ich jetzt zum Beispiel zum einmal von noch die 61231, das nennt sich Alpenspitze. Ja, das ist so eine Gussform. Finde ich jetzt schön, weil die schön breit ist. Ja. Dann haben wir die Möglichkeit der 61233 aus dem Hause noch. Da hat man dann zwei kleinere und einen etwas größeren. Ja. Kann man dann verschieden positionieren. Ja. Und dann habe ich noch im Angebot die 61234. Das sind so schmalere verschiedene Größen. Dann hat man eigentlich so wenn das Pantor, was man möchte. Es gibt natürlich im Hause noch andere Gussformen. Einfach mal reinschauen auf www.noch.de und dann kann man natürlich da verschiedene Bergstrukturen, Gießformen sich erwerben. Und das Schöne ist halt, ne, man kauft es einmal und kann es immer wieder verwenden. Ne? Und das ist eben ein Vorteil. Aber natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, Felsbereiche zu gießen. Ja? Das ist jetzt nur eine Möglichkeit, die ich vorschlage. So. Das Schöne ist natürlich bei noch, ne, dass man natürlich mit dem Verpackungskarton hier sich gleich eine Form bauen kann, ne, wo eben die Gussformen dann standhaft drin sind. So. Das ist aber alles nicht mein Problem. Mein Problem ist ja die Gießmasse. Ja, die gibt's. Entweder mache ich ihn zu dick oder ich mache ihn zu dünn. Oder. Und jetzt wollen wir heute mal schauen, wie ich es hinkriege. Das heißt, ich werde jetzt das anmixen. Ich werde dann die Gussformen füllen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Die ersten Teile. Irgendwo habe ich ein Loch gemacht. Da. Da ist das Loch. So. Jetzt wollen wir mal hier ein bisschen von diesem Material reinmachen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ich schon wieder alles falsch mache. Ich bin nämlich da nicht so der Experte. Mein Vater, Gott hab ihn selig, ja, der konnte gipsen, der war ja auch Elektroinstallateur gelernt.
und musste da ja auch quasi so Elektrosachen vergipsen. Der hat immer die grünen Haare gekriegt, wenn er gesehen hat, wie ich gipse. So, wir müssen jetzt versuchen, hier eine sämige Konstanz zu bekommen. So wie das bei mir schon wieder aussieht, ist das auf der einen Seite sämig, auf der anderen Seite hart. Tja. Nehmen wir noch ein bisschen Wasser rein. Nur ein bisschen. Das war jetzt, glaube ich, schon wieder zu viel, glaube ich. Ja. Dann müssen wir noch ein bisschen Material dazu hauen. Jetzt ist wieder zu. Fest. Junger Vater. Ich glaube, ihr lacht euch schon tot, wenn ihr mir zuschaut, wie ich den Scheiß hier mache. Mein innerer Monk, der sagt schon wieder, warum machst du das überhaupt? Aber es hat jetzt soweit die Konsistenz, wie ich es eigentlich haben möchte. Ihr seht's, ne? Richtig cremig. So wollte ich das haben. Jetzt stellen wir es zur Seite. Jetzt nehmen wir die erste Form, machen die etwas nass. Einfach, damit es nachher besser rausgeht. Wir machen gleich die anderen Formen auch hin. Und auch nass. Wunderbar. Und jetzt versuche ich da natürlich das einzugießen, ja. Machen wir das mal hier so. Und da ein bisschen so. Mal gucken, ob wir es noch kriegen. Eine. So, hier gucken. Das was etwas verteilen. In alle Bereiche. Gut, die ersten 2, 3, 4 haben wir schon mal. Nur aufpassen, dass das hier schön eben bleibt. Und ja, ich mache jetzt mal weiter, fülle die noch und dann melde ich mich nochmal. So, alle 3 sind gefüllt. Naja, das ist ein bisschen mager hier. Aber das ist egal, wir lassen es jetzt mal trocknen und dann holen wir es raus. Und dann zeige ich euch quasi, wie man auch jetzt mit so einem Teil, wo hier nicht so viel Gips drin ist, doch noch etwas anfangen kann in dem Bereich, wie ich es brauche. In dem Fall lassen wir es jetzt mal einen Tag trocknen und dann melden wir uns wieder. Kurz mal ein Bild drauf. Ja, es scheint schon fest zu sein. Aber es ist noch nicht trocken. Na, wenn man hier jetzt mal guckt, wenn ich hier vorsichtig gucke, ne, ihr seht, es bricht die Kante. Ja, also man muss es richtig trocknen lassen. Deshalb warten wir. Ja, einen Tag später. Da haben wir die 3.
jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wir fangen hier mit dem ersten natürlich an und versuchen hier jetzt die Felsen herauszubekommen und tada! Nicht schlecht. Der erste haben wir schon mal. Und auch den nächsten haben wir. Machen wir die Ränder weg. Ja, der kleine sieht auch schön aus. Und jetzt kommen wir natürlich zum großen. So. Hat was, ne? Also ich finde es geil. So. Kommen wir zur nächsten Form. Wir sind gespannt. So. Tada! Ne? Also ich finde es auch schön. Ne? So, machen wir den kleinen Bobbel hier raus. So sieht der aus, ne? Bisschen größer, ne? Natürlich auch eine schöne Form. Und jetzt natürlich der Big. So, tada. Ja, so haben wir schon Felsstruktur. Man kann sie drehen, wie man will nachher. Das sehen wir dann nachher beim Verbauen. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich mache hier die ganze Küche dreckig. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Was passiert mit diesem halb gegossenen Berg? So, tada, sieht trotzdem, dass sie hinten so leer ist, ne, vorne geil aus und kann man gut verbauen, ne, wie in meinem Fall. Also, ich bin entzückt, ja. Hier unten hat das ein bisschen einen Schlitz, ne, also die Ränder sind nicht ganz klar da, ne, aber man kann das gut verbauen, also. Ich bin da gespannt später, wie der sich einschmiegt. Ja, das waren jetzt die Felsen. Und wie gesagt, jetzt kann man da mehrere Durchläufe machen, so viel man Gips man hat. Ich habe gerade keinen mehr da, muss ich erst besorgen. Ja, aber das ist ja egal. Ich habe ja schon welche noch vorbereitet. Das heißt, wir fangen jetzt dann drüben am Berg an mit Bauen. So, bevor man natürlich jetzt... da mit der Gestaltung anfangen, muss ich jetzt erstmal im Endeffekt ein bisschen hier die ganzen Stellen vergipsen. Und ich mache das immer schön mit den Händen, weil man dann geschmeidig ja auch in die einzelnen Fugen reinkommt. Ja. Und alle Löcher sozusagen zubekommt. Weil das mache ich ja in diesen Bereichen, wo quasi ich nicht mit Felsplatten nachher hinkomme. Ja. Oder nicht möchte. Das kommt ja auch dazu. Ja. Und so kann ich das jetzt eben hier Stück für Stück zumachen. Und ja. Dann hat man die Struktur und dann melde ich mich wieder. So, ich habe jetzt hier mal zum Test, ne, ein kleines Felsstruktürchen reingebracht. Einfach nur mal so zum Sehen, wie es mit diesem Spachtel sich verhält. Ne.
ob der gut ist oder nicht, weil Gips habe ich gerade keinen da, muss ich erst kaufen. Und ja, jetzt lassen wir das mal so einwirken und schauen dann die Tage mal, wie es ausschaut. Das war der letzte Stand. So sieht es jetzt aus, da, Hanna. Ja. Muss mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich habe jetzt wieder Modellgips für Bau und Hobby gekauft. Ja. So ein Beutel kostet 5 Euro, paar zerquetschte. Ne. Das sind 5 Kilo. Ne. 5 Kilo. Ne. Und da können wir jetzt da endlich weiter basteln. Und ja, jetzt rühre ich da ein bisschen was an und dann geht's los. So, jetzt muss man natürlich gucken, wo wollen wir sowas hinmachen? Ne, wo passt das einigermaßen hin? Oder wo eher nicht? Ja. Und dann, ja, schmiert man ein bisschen Gips hinten dran und dann batscht man das dahin, wo man es gerne möchte. Ja. Und dann geht man einfach mit dem Finger und ein bisschen Material noch hinten dran, um das ein bisschen zu fixieren. Muss natürlich aufpassen, damit es nicht zu schnell trocknet und sich löst nachher, ne? Quasi an alle freien Stellen um den Fels herum Gips machen. Natürlich gucken, dass man die Kontur obendrauf nicht zerstört. Verarbeitungszeit vom Gips sind 10 Minuten, aber bei den Temperaturen kann es natürlich auch fix gehen. So. Dann kann man warten, muss man dann, bis es getrocknet ist. Dann kann man natürlich gucken, ob man schon weiteres hinmacht. Irgendwo in den Bereich rein. Weil irgendwann ist natürlich der Gips hart und lässt sich nicht mehr gut verarbeiten. So wie jetzt. Das ist schon. Nicht mehr so, wie es sein soll. Nee, das ist schon vorbei. Müsste man flüssiger machen. Jetzt löst er sich hier schon. Ja, das ist schon. Das ärgert mich jetzt schon total, ne, dass das hier so schnell trocknet. Aber was will man machen, ne? Das ist halt nochmal so mit Gips. Gut, ich werde jetzt die anderen Teile noch verbauen. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. So sieht es das vorläufige Ergebnis jetzt mal aus. Also ich habe jetzt diesen Bereich hier oben jetzt mal gemacht. Da unten, das muss ich noch ein wenig umändern. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt hier was mache und dann da, dann haut es mir die wieder runter. Jetzt muss ich erst die alle richtig fest werden lassen und dann kann ich hier unten mit den weiteren Filzen weitermachen. Und auch in dem Sektor und vielleicht noch da und so. Und ja, deswegen habe ich jetzt schon mal die Gipsfläche so weit runter gemacht. Und ja, bis jetzt sieht es nochmal gar nicht so schlecht aus, ne? Also hier finde ich fehlt noch was und in dem Sektor hier fehlt noch was, ne? Muss ich mal gucken, ja. Jetzt lassen wir es erstmal trocknen und dann schauen wir weiter. Ja, einen Tag später. Ich hasse Gips.
habe ich schon erwähnt, dass ich Gips heiße. Und wisst ihr, ich heiße Gips. Ich muss da durch. Der innere Monk sagt, der Berg fällt mir nicht. Warum hat man einen inneren Monk? So eine Scheiße. Ja gut, jetzt machen wir da was dran und da noch was dran und dann hoffe ich, dass es hebt. Ja. Ja. Ihr seht's, ich mach's genauso wie da. Also zeige ich's nicht. Ich habe keine Erklärung, sonst ist er nicht so. Sonst ist er nicht so. So. Zwischenstand. Furchtbar. Ja, wir haben noch das Stück. Das Stück muss ich nur noch da ein bisschen ja, zugipsen, so, dass die Löcher zugehen. So wie da. Und da hinten dann noch ein bisschen, ne? Geschludert. Da oben vielleicht noch, aber sonst so bleibt er jetzt. Macht nichts mehr dran, da schöne Feldspalte da. Ja. Wollte ich erst zumachen, aber nö, gefällt mir so. Mal gucken, wie ich es lasse mit der Farbe nachher. Ja, ja. Jetzt heißt es wieder trocknen und warten. Kurzes Update. Ja, wieder getrocknet. Wieder eingegipst, ihr seht es. Da, wo gelb ist, ist feucht. Da, wo weiß ist, ist trocken. Ja. Habe es bis runter alles zugeschmiert. Habe versucht, ein bisschen so Feldstruktur schon reinzubekommen. Aber, ja. Egal. Mir gefällt es jetzt mal so bis jetzt. Jetzt muss mal Farbe drauf, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Durchblick habe. Und wenn da mal Farbe drauf ist, ja, dann kann man mehr gucken, wie man den Bereich gestaltet. Weil der Bereich hier unten, der wird ja eher normal. Aber so ab hier bis da wird es ja dann weiß werden. Oder halt dementsprechend wintertechnisch. Muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Aber das heißt, erstmal wieder trocknen, bevor es dann hier weitergeht. Ja. So, mal Wechsel der Location. Ja, ich habe ja mal gesagt, dass ich hier dementsprechend ja so einen Markt hinmachen möchte. Zum einen steht da ja noch der Baum, den meine Frau gemacht hat beim Alex. Ne? Der wird hier an Position 1 hinkommen. Der steht jetzt nur mal hier zwischen. Das heißt, dieser hier kommt weg. Und dann kommt hier natürlich so eine Art Markt hin. Ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das gestalten hier oben dann, dass die Marktstände hier ihren Platz finden werden. Da ist ja dann so sozusagen das Burgfest. Ne? Und wie gesagt, wenn ich hier jetzt den Schalter drücke, ja, dann geht die Party da los. Genau, das will ich ja auch noch umbauen, dass da auch andere Musik laufen kann. Da habe ich ja auch schon gesagt, das Soundmodul habe ich schon da oder halt die Lautsprecher und den USB-Bereich und alles. Das muss ich alles noch tüfteln. Aber jetzt einfach mal, um ein bisschen den Kopf frei zu kriegen vom Gips, will ich in diesem Bereich wandern. So, da sind wir ja an der Bastelplatte wieder. Ne? Gibt keine Bastelzeit, doch eine indirekte. Ja, da habe ich ja von Faller, ne, ihr müsst so sehen, 151631 im Schloss. Ne? Und das passt ja auch zur Burg hin. Die werden also auch ein bisschen positioniert in diesem Bereich. Dann habe ich ja von Preiser, wo haben wir die Nummer hier? 24760. Ne? Das sind so Marktfrauen. Ja, wie sie quasi so in dem Burgzeitalter waren. Ne? Und natürlich verkaufen die von Preiser die 24767. Natürlich auch dementsprechend die Kleider von damals. Und damit ich da ein bisschen so ein paar Stände hinbekomme, ja, habe ich eben von Faller hier 180582 Wochenmarkt. Das seht, ne? Das sind quasi hier so ein paar Stände,
Ja. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich den einen oder anderen hier rausziehe an Stand und den dann natürlich fürs Burgfest verwenden kann. Kurz mal auf die Kiste eingegangen. Ja. Man hat Blümchen. Man hat Logos. Ja, genau. Hä? Wie heißt das? So Stoffanimation für die Dächer, die Bauanleitung. Jetzt hat man eben hier so verschiedene, Ablageflächen. Und das ist so in etwa das, was ich jetzt so suche. Ja, weil der Wurstwagen, der wird es eher nicht so sein. Müssen wir mal schauen, wenn wir das hinkriegen. Oder man nimmt von dem was oder das hier. Muss ich mal jetzt werkeln und schauen. Je nachdem, was da letztendlich rüberkommt und was ich gebrauchen kann, um zum Beispiel diese Figuren hier auf den Stand zu bringen. Das wird man dann sehen. Also ich baue jetzt hier ein bisschen was und wir sehen uns dann wieder drüben am Berg. So, der erste Schritt, den wir anfangen, ist den Baum weg. So. Und den Baum hin. Ich habe den jetzt schon etwas gekürzt da unten, weil das Wurzelgeflecht mir im Endeffekt ein bisschen im Weg war. Weil der muss nämlich hier in diese Ecke rein. So. Ja, war klar. Jetzt will er nicht mehr rein. So, jetzt. Ja, der kommt es dahin. Muss es noch ein bisschen trocknen. Und ja, dann geht es hier an die einzelnen Stände hin. Mal gucken, wie wir die verbauen. So, der Baum steht. Ihr seht's, er klebt, ist fest. Ja. Und jetzt können wir da die ersten Wägen positionieren. Zuerst natürlich der Wurstwagen. Und dann haben wir natürlich noch einen Eiswagen, der kommt da seitlich hin. So. Dass die sich alle ein bisschen da im Bereich verteilen. Und dann haben wir natürlich hier so Stehtische. Bei der Eisdiele. So, die stellen wir schon mal in Position. Und natürlich auch Kinder, die gerade an die Eisdiele wollen. Ja, wie fixiere ich die jetzt am besten? Ach, egal. So. Dann habe ich natürlich 1, 4, 8, 2, 5 so Müllbehälter, ne, aus dem Hause noch. Die Frage ist, wie kriege ich es auf? So, jetzt. Weil natürlich da bei so einem Festival, ne? Überall Mülleimer stehen auf dem Gelände.
weil er die Leute immer und überall ihren Müll sonst fallen lassen. Und deshalb hat die Stadt Herztal natürlich Mülleimer positioniert. Des Weiteren gibt es natürlich ein Dixi-Klo. Das kommt hier hin. So. Dann haben wir natürlich noch das Pavillon. Das machen wir irgendwo da oben hin. Da passt es gut hin. So, und jetzt schmücke ich noch ein bisschen was aus und dann zeige ich euch mal im Detail, was wir haben. Herztalberg Sommer, das Festival an der Burgruine, ja, so nennt sich das Ganze. Und ja, hier ist schon mächtig was los, ne? Mittelalterlicher Markt sozusagen, ne? Hier also Essen und Eis und die ja, Bühne halt, ne? Hier ist jemand, der... Ich mach mal Licht an. Dann komme ich hier so runter. Hier ist eine Falknerin, die was macht. Das Dixi-Klo eben. Und da haben wir so ein Pärchen jetzt. Und dann verkauft eine so mittelalterliche Klamotten hier, ne? Oder näht auch Sachen. Hier Stoffmarkt, ne? Das ist ja sowieso wieder da. Der Gaukler unterhält die Kinder. Hier gibt's so Met zum Trinken, ne? Elterliche Figur, die Ritter sind auch wieder aufgestellt und so. Alphornbläser natürlich, ne? Das DRK ist natürlich auch vor Ort, sorgt für den sanitätsdienstlichen Bereich. Und ja, so sieht das Festival jetzt aus, ne, hier oben. Ich finde es toll, gefällt mir recht gut. Jetzt geht es nur noch unten dann ans Verbauen der Soundanlage, dass ich da auch andere Lieder spielen lassen kann. Und ja, damit wäre das beendet hier. Ja, genau in diesem Sektor, wo ich hier stehe, kommt nochmal ein Modul hin. Und zwar, zum einen möchte ich diese Straße hier fortführen, die nach da drüben geht, dass wir hier eine Verbindung haben. Ja, und ich möchte natürlich hier etwas Neues bauen. Das heißt im Endeffekt, das ist jetzt so der Bereich, der hier irgendwo neu kommt, ja. Aber nicht in diesem Teil und auch nicht die nächsten paar Wochen. Das dauert noch. Ich brauche erst ein spezifisches Bauteil. Und wenn ich das erhalten habe, dann kann ich hier die weitere Planung nehmen, weil dann sehe ich, wie groß ungefähr das Ganze wird und kann dann auch in die Tiefe das Maß nehmen. Die Breite ist ja hier vorgegeben quasi. Ja, so sieht es momentan aus. Das heißt, wir werden hier quasi eine kleine Lücke haben im System. Weil ich denke, ich werde erst ab hier ansetzen mit dem nächsten Modul. Aber lasst euch überraschen, irgendwann sind wir hier in diesem Bau und bauen weiter. Jetzt geht es erstmal um die Drehscheibe, denn ja, es wollte ja jemand wissen, was meine Drehscheibe macht. Yeah.
Ja, da sind wir am Ende von dieser Folge von Neuem aus der MOBA-Wohnung. Ja, es ist wieder, hat lange gedauert. Ihr habt gesehen, der Sommer schreitet voran. Und ja, Video für Video kommt. Aber halt, es zieht sich bei mir hier in der MOBA-Wohnung, weil natürlich jetzt auch viele Termine sind, Urlaub und alles und Besuche und ja, Einladungen und so weiter und so weiter. Deshalb, ja, müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Aber spätestens so im September, allerspätestens, ja, Mitte, Ende September, geht es wieder regelmäßig hier los und dann kommen auch zum Winter hin wieder Livestreams mit neuen Projekten. Könnt ihr also gespannt sein, was da so alles auf euch zukommt. Ja, manches seht ihr hier in der Videoreihe MOBA-Wohnung, ja, und da wird dann quasi das Grundgerüst gelegt und die weitere Bauweise seht ihr dann quasi in einem Livestream zum Beispiel oder so. Oder in einer Reihe von Livestreams, ja, müssen wir mal gucken, wie ich das bewerkstellige. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr lasst einen Daumen nach oben da, ja. Dankeschön an alle neu dazugekommenen Abonnenten und saugeilen Dank an alle treuen Abonnenten. An meine verrückten Kanalmitglieder, danke für euren Support. Wer es noch nicht ist, kann es noch werden. Abonnent oder Kanalmitglied, wie ihr möchtet. Ich zwinge keinen zu nichts. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, viele Grüße, Herr Markus und tschüss.